Alles neu macht der Mai im Nerdquiz. Geil. Darauf ein und herzlich willkommen zu Nerdquiz Teams. Jawohl! Ach, es ist schön, nach langer Zeit wieder sich selbst beweihräuchern zu können. Der eigene Applaus klingt immer am schönsten. Ja, schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid bei einer neuen Staffel Nerdquiz, aber auch viel anderem Neuen, was hier ist, weil wenn wir uns mal hier angucken, sind auf einmal wesentlich mehr Leute hier da als vor, zumindest eine Person. Schönen guten Tag, Tobi. Guten Abend. Na, hast du dich gefreut darauf, dass das Nerdquiz wieder losgeht? Ich habe mich sehr darauf gefreut, vor allen Dingen, weil ich nicht alleine antreten muss. Ganz genau. Der Überleitungsmeister. Denn du bist heute in einem Team mit Nils, dem besten Nerdquiz-Experten aller Zeiten, von allen, die noch kommen werden. Alle, die noch kommen werden. Wie sieht's bei dir aus, Nils? Wie ist das Befinden? Ja, als er mich gefragt hat, Nils, to be or not to be, da habe ich natürlich gesagt, Tobi, weil ich mir keinen besseren Partner an meiner Seite vorstellen kann. Ich würde mit Tobi in die Wildnis reingehen, zu zweit oder in die Achterbahn oder irgendwelche zu gefährlichen acht. Situationen. Ich würde immer auf Tobi zurückgreifen, weil ich weiß, auf den kann ich mich verlassen. Dafür seid ihr heute gemeinsam am Start, eben weil ihr euch aufeinander verlassen könnt als Team Blau. Wir haben aber auch ein weiteres Team, das gegen Team Blau antritt, das Team Grün mit Herrn Schröckert. Guten Tag. Hallo, hallo. Wie fühlst du dich? Schlecht. Das ist gut, das ist immer gut. Ich glaube, du hast immer auch ein gutes Gefühl. Bisschen Flatter im Bauch. Ja, ich habe ein bisschen Flatter im Bauch. Muss ich echt sagen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und du weißt, wenn ich gewinnen will, werde ich unsympathisch. Und wenn du gewinnen willst. Ich wusste gar nicht, dass du so oft gewinnen willst. Ey. Ja. Und wenn ich sehe, dass ich nicht gewinnen kann, dann werde ich noch wütender. Und dann führt dann das da zu solchen Sachen wie scheiß Avatar oder ach, das hätte man aber wissen müssen und keine Ahnung. Ja, und deswegen. Nervös, wie immer. Marco, aber ich habe ja den richtigen Mann an der Seite. Du hast den richtigsten aller Männer an der Seite. Mhm. Herr Gade, guten Tag. Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein. Einmaliger Champion schon, zweifacher Champion. 3 Champion-Ringe haben wir hier schon gewonnen. Mhm. Ja. Ich habe viele schlimme Sachen hier schon gesagt im Nerdquiz. Regelmäßig gehe ich hier aus dieser Sendung raus und werde gehasst. Vollkommen zu Recht, aber ich muss sagen, es ist ein großer Fortschritt für dieses Format, dass Wirt nicht mehr mitmachen darf. Und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen auch was erreicht in diesem Format. Genau, du hast es auch angesprochen. Wenn wir noch Matze hier rausekeln können, dann ist das Format wieder sendefähig. Wirt werden wir erstmal hier nicht da sehen, weil ja, Wirt wurde befördert sozusagen oder aus der Sendung degradiert, raus befördert. Aus der Sendung raus befördert. Als ehemaliger Sieger, zweifach glaube ich sogar, darf er mittlerweile am Nerdquiz mitarbeiten, hat unter anderem inhaltlich diese Folge mitgestaltet. Was ist denn mit dem denn? Ja, was mit mir? Du hast abgelehnt. Ich hab abgelehnt, okay. Wenn du willst, dann kannst Moment, du gerne. Die Fragen heute kommen von Wirt? Unter anderem. Ach Gott, ey. Aber Wirt hat einfach nur Ahnung von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. Aber dafür gab es noch mal einen Blick, der darüber gegangen ist. Leute, ihr da draußen, Team Nerdquiz. Wir hatten vor vielen Jahren mal eine Team-Variante. Da war das Nerdquiz aber natürlich noch nicht so, wie wir es gewöhnt sind mittlerweile seit einigen Jahren. Grundsätzlich, die heutige Folge wird so ablaufen, wie wir sie kennen. Tobi und ich spielen zusammen gegen Etienne und Schröckert. Exakt, genau so wird es dann sein. Anstatt aber, dass 3 Kandidaten gegeneinander antreten, gibt es eben diese beiden Teams, die auf ein gemeinsames Konto einspielen. Das bedeutet also, ich stelle weiterhin Fragen, jeder von euch kann buzzern. Aber wenn gebuzzert wird und geantwortet wird, je nachdem, ob es richtig ist oder falsch, werden die Punkte auf das jeweilige Teamkonto eingezahlt. Also müsst ihr dann gucken, dass ihr untereinander ein gut verteiltes Wissen habt und euch auch hochhieven könnt dann in das Finale. Eine wichtige Sache, ich sage wieder, ihr dürft euch als Team, solange noch nicht gebuzzert wurde, gerne untereinander austauschen oder unterhalten oder Handzeichen geben oder wie auch immer ihr das machen möchtet. Aber sobald einmal gebuzzert wurde, dann höre ich mit dem Vorlesen der Frage auf und dann muss der, der gebuzzert hat, die Antwort geben. Danach keine Unterhaltung mehr, bitte. Wo ihr aber frei miteinander reden dürft, sind natürlich Chats oder Schreibfragen. Aber es gibt schon wieder die Tafel zum Auswählen. Oder genau, was? die werde ich dann gleich zeigen. Aber eine Sache, der Kniff an dem Ganzen hier ist, das neue Konzept, wo wir jeden Monat eine Nerdquiz-Folge haben werden, unter dem Motto Good Friends, Better Enemies steht. Denn das Team, was nach den beiden Vorrunden ins Finale kommt, die werden gegeneinander antreten. Also eventuell sehen wir in der Schnellraterunde ein Duell Schröckert gegen Gade
oder Ohmhoff gegen Escher. Und damit werden wir dann eine Person ermitteln, die dann heute gewinnt. Diese Person wird dann, nachdem wir drei Teamfolgen ausgespielt haben, in einem klassischen Finale um den Staffelsieg kämpfen. Sozusagen eine etwas andere Struktur. Wir probieren das heute einfach mal aus. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Und werden hoffentlich dann eine spannende Folge vor uns haben. Leute, lass uns mal anfangen mit der Fragentafel. Du hast Kreuz gelegt, ne? Und wir schauen, was heute die Kategorien sind. Willst du mal zeigen, was es zu gewinnen gibt? Ja. Zeig ich nachher. Okay. Zeig ich nachher dann. Also, schalten wir gleich mal auf die Kategorien. Heute mit dabei ist Altes vom Sport. Wir haben klassische Cartoons. Wir haben Mythologie und Religion. Schiebung. Gemeinsam. Popkultur und Musik. Deutsches Einspruch. Kultfernsehen. Einspruch. Alles Altes vom Sport. Einspruch. Wie passt das zu diesem Team? Also, das ist doch Einspruch. Ist doch. Wo ist meine Kategorie? Da ist vom Sport für uns und Altes für dich. Ja. Weil dadurch, von diesen 25 Fragen werden weiterhin nur 10 pro Runde ausgespielt durch das Fragenlimit, was wir haben. Das heißt, am Ende, wenn ihr taktisch genug agiert, kommt vielleicht eine ganze Kategorie sogar gar nicht dran. Wird das wieder erhöht irgendwann? Das wird erhöht nach den ersten 10 Fragen. Dann gibt es eine Werbepause, dann kommt Runde 2 mit dem doppelten Punktewert, so wie wir es gewöhnt sind. Also, klassische Cartoons. Was ist klassisch? Ist das alles bis heute oder klassisch, was Neandertaler an die Wände gemalt haben? Wahrscheinlich Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, ist das klassisch? Das ist vor allem falsch geschrieben. Ich wollte es auch gerade sagen. Das war aber für die Alliteration. Das sieht charmant aus, wenn es falsch geschrieben ist. Mann. Gut. Klassische Cartoons. Ja. Ausgesprochen. Klassische Cartoons. Also sind die dann classy? Runde Nummer 1. Und um zu ermitteln, welches Team zuerst starten darf, machen wir den Zufallsgenerator einmal rein. Nee, blau. Team Nummer blau. Ja. Ihr dürft euch gerne beide entscheiden, okay, wer also die erste Frage ist. Wenn nur 10 Fragen gestellt werden, dann sollten wir natürlich die, wo wir uns viel versprechen, auch zusehen, dass sie gestellt werden, oder? Oh ja, aber zumindest, oder vielleicht sogar verdoppelt werden. Also wir sollten. Das, fangen wir mit das an. Ich habe eine Frage. Ja. Also nach 10 Fragen geht es in die nächste Kategorie. Nee, ganz kurz, ja. um strategisch sicher zu gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei alles Altes vom Sport keine Frage stellen und dann kommen wir in die zweite Runde, da wird verdoppelt. Dann sind die aber alle noch da. Die sind alle noch da. Wir lassen die euch auch. Die sind alle noch da, wären zum Wählen damit da. Ihr richtig wenn ihr könnt in der Kategorie. Ja, das ist halt wichtig. Kategorie raus, nehmen wir was Einfaches am Anfang. Wenn ihr dazu kommt. Werden. Ja, such dir was aus. Mythologie, kennst du dich da aus eigentlich? Ja. Werden wir sehen. Dann machen wir mal Mythologie und Religion 200. Komm, mach dich ready. Mythologie und Religion für 200. Hände nehmen die Buzzer. Mythologie und Religion für 200. Um was für ein Tier handelt es sich bei Sun Wukong, der Sagengestalt aus der asiatischen Kultur? Das ist die 200er. Ich wiederhole noch mal. Um was für ein Tier handelt es sich bei Sun Wukong? Nils? Also, Kong ist eigentlich ein Affe. Also, ist ein Gorilla. Also, gehe ich davon aus, es ist ein Affe. Also, Nils sagt, es ist ein Affe. Und Sun Wukong ist natürlich ein Affe. Das ist korrekt. Warum ist das der Affenkönig? Weißt du sowas nicht? Der Affenkönig. Du bist King Kong-Fan. Wieso weißt du das nicht? Ja, ich war nicht ganz sicher, ob der wirklich aus der Reise nach Westen natürlich viel abgeleitet. Enslaved. Enslaved ein Beispiel. Ich glaube, das ist eine der vielen Verfilmungen, die aus China vor einigen Jahren entstanden sind. Da gab es den Film mit Jet Li und Jackie Chan. Das bedeutet, Nils, du lagst richtig. Und 200 Punkte kommen auf euer Konto. Und Nils, du darfst die nächste Frage dir aussuchen. Gut. Dann nehmen wir mal Mythologie. Bleiben wir bei Mythologie und Religion 300. Mythologie und Religion. Ja, bleiben wir einfach dabei. Für 300. Hände nehmen die Buzzer. Wie viele Beine hat Sleipnir, das Pferd Odins aus der nordischen Mythologie? Tobi. Wir wagen mal 6 Beine. Tobi wagt im Namen des blauen Teams 6 Beine. Das ist nicht richtig. Das sind 5, ne?
Weil fünf Beine sind es nicht. Ich weiß nicht, ob man das an der Zeichnung hier sehen kann, aber Odin oder das Sleipnir, das Pferd von Odin, hat traditionell 8 Beine. Mhm. Weil die Macht Odins ist zu stark für 4 Beine oder 5 oder 6. Aber bei 8 passt's. Bei 8 passt es. Da haben wir gesehen, da sind sie auch in dieser Zeichnung zusammengebunden, damit die Kraft besser umgesetzt werden kann. 2 PS sozusagen? Mindestens. Doppel PS. Nun, es wird natürlich nicht schneller laufen dadurch, es kann nur stärkere Lasten tragen. Exakt. Leider müssen wir damit diese 300 Punkte abziehen bei Team Blau. Schade. Aber wir wollen wenigstens Spaß haben und mitspielen und für die Zuschauer auch ein bisschen Entertainment bieten. Ja, auch. Und nicht nur so lange wir dran stehen. Wir gehen auf minus 800, minus 100 und das Fragerecht geht zu Team Grün rüber. Altes vom Sport 1000. Was geht ab? Hätte ich auch gemacht. Altes vom Sport. Hab ich da Bock drauf jetzt? Strengt euch mal an, Jungs. Altes vom Sport für 1000. Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte von euch wissen. 1997 trat Jürgen Klinsmann wutentbrannt eine Sanyo-Werbetonne. Bei welchem Buchstaben des Sanyo-Schriftzugs hinterließ Klinsmann ein Loch? Welchem Buchstaben? 1000 Punkte. Das ist eine 1 zu 5 Chance. Für 1000 Punkte. Ja, das ist gut. Das ist Glück. Der Schriftzug ist ungefähr so. Welcher Buchstabe? Wiederhole nochmal. 1997 trat Jürgen Klinsmann wutentbrannt eine Sanyo-Werbetonne. Bei welchem Buchstaben des Sanyo-Schriftzugs hinterließ Klinsmann ein Loch? Das sind halt minus 1000. Ja. Gut, ich also, sehe, es wird diskutiert. Ich gebe euch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und. Vorbei. Wir hätten I gesagt, aber wir haben uns nicht getraut. I hättet ihr gesagt. Das hängt natürlich davon ab, in welche Richtung ist der Sahne-Schriftzug und wie hoch kann Klinsmann kicken? Das war relativ niedrig, hat ja Nils gerade schon mir geflüstert. Wobei auch, ich glaube, Sanyo schreibt man auch mit dem Y. Also, was wäre euer Tipp? Also wäre das falsch gewesen, wenn er gesagt hätte beim I? Ich hätte S gesagt, dann bleibt noch Anjo. Vielleicht kann man da. Gab's wie hoch kann er treten, ey? Flying ja, ist ja nicht direkt unten so. Der Schriftzug, kann ja auch schon. Ah, ich dachte, haben. Der war. Der, ja, ja, okay. Ja, wir schauen einmal auf das Bild. Ich muss mal gucken, ob man das gut da sehen kann. Es ist das N in der Mitte gewesen. Ah, ja. Cleansy hatte einen guten Mittelblick also gehabt. Sayo. Und hat das. Sasio. Weil das längst über die Tonne dann verteilt gewesen wäre. 1000 Punkte wären das gewesen. Aber das ist auch echt eine ziemlich knifflige Frage gewesen, muss ich sagen. Das ist eine ziemlich knifflige Frage, hätte auch knifflig viel Punkte ergeben. Leider, keiner hat sich getroffen. Habe ich mich schon geärgert. Dafür geht aber das Fragerecht weiter an Team Blau. Ja, mir schon mal weg. Ich habe ja die letzte mit Mythologie, Religion, deswegen darfst du gerne wieder einen aussuchen. Wollen wir eine niedrige nehmen oder eine höhere, ja? Ich will mal klassische Cartoons ausprobieren, was sich dahinter versteckt. Vielleicht so 200er. Das ist ja schon vermutlich klassische Cartoons für 200 ist eine Schreibfrage. Das bedeutet also, ihr habt sozusagen einen Zettel pro Team. Entscheidet euch dann gemeinsam, könnt ihr in Ruhe ausdiskutieren. Und es gibt natürlich keinen Abzug dafür, wenn ihr falsch liegt. Aber es können nur Punkte gewonnen werden. Ich möchte für 200 Punkte bei klassische Cartoons gerne von euch wissen, wie lautet der deutsche Name von diesem Schlumpf, den wir gleich sehen? Wie lautet der deutsche Name von diesem Schlumpf? Easy peasy. Die Rechtschreibung ist dann nicht ganz so entscheidend. Ja, Rechtschreibung ist nicht entscheidend. Hey, wir haben schon längst geschrieben. Also ich weiß auch nicht, wie er richtig geschrieben wird. Ja, ja, es ist, ich akzeptiere es, je nachdem, wie die Rechtschreibung ist. Also ich meine nach. Was hatten wir mal? Alvin hat auch irgendwas mal komplett falsch geschrieben. Bohemian Rap City. Ach, die Rap City, genau. die rappende Stadt, die Bohemian Rap City. Ist alles in Ordnung. Ja. Okay, dann, beide haben was notiert, beide Teams. Team Blau, was habt ihr? Team Blau hat Tobi, Nils in Love mit Hefty. Und Team Team Grün hat es mit Y geschrieben. Lass ich beides gelten. Hefty ist richtig. Die korrekte Schreibweise wäre das Y. Ja, lass ich aber beides gelten. Naja, drücken wir ein Auge zu, komm. Schlumpfen-Experte. Das heißt, jeweils 200 Punkte auf beide Teamkonten. Oh, das ist diese Anspannung in diesem Format. Ich ist kaum zu ertragen. Diese Blicke da von drüben, das macht mich psychisch fertig, ganz ehrlich. Team Blau, ihr lagt natürlich auch richtig. Ihr dürft euch die nächste Kategorie aussuchen. Was meinst du denn, was kennen die, welche Kategorie können die am besten? Deutsches Kultfernsehen.
Oder Popkultur und Musik, die beiden, würde ich sagen. Da eine hohe wegnehmen, vielleicht? Ja, machen wir deutsches Kultfernsehen 1000 vielleicht. Ja, ich glaube, da sind die guten uns. Okay, ich hoffe, ja. Deutsches Kultfernsehen für 1000. Hände nehmen die Buzzer. Kultfernsehen für 1000. Das sind natürlich Favoriten, die beiden jetzt. Ne? Ich möchte von euch wissen, welcher deutsche Künstler erschuf die Zeichentrickfiguren Wum und Wendelin, welche unter anderem mit Wim Tölke. Ah, nein! Daniel? Loriot. Daniel sagt Loriot. Ich lese die Frage zu Ende. Die unter anderem mit Wim Tölke in der Große Preis auftraten. Loriot ist korrekt. Richtig. This is right. So Glück, ich habe gedrückt, ich wollte Wim Tölke sagen. Nee, aber es war tatsächlich Loriot, der die stark. Ich weiß, dass das stimmt, aber in dem Moment hätte ich die falsche Antwort. Da sehen wir die beiden. Loriot ist langsam. Sehr gut. Stark. Immerhin nur 1000 für die und keine 2000. Ja, aber super, ich habe nicht, ey, das, aber das hätten wir auch gewusst. Wir machen ein bisschen mehr. Oh. So, wir sind dran. Geballtes Wissen. 1000 Punkte auf das direkt 600 Konto von Team Grün. Sport. Ja. Machen wir erstmal da drauf. Ja, wir warten noch, bis die Kohle kommt. Ja. So, jetzt nehmen wir natürlich Altes vom Sport 600. Altes vom Sport für 600 ist die nächste Kategorie. Altes vom Sport für 600. Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte von euch wissen, wie hieß das Maskottchen der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta? Der Olympischen Spiele? Genau. Das Maskottchen der Olympischen Spiele 19 oder die Sommerspiele 1996 in Atlanta. Den Namen möchte ich gerne wissen. Hast du eine Ahnung, was mit dir oder was das war? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Muhammad Ali die Fackel entzündet hat. Ja. Wo war das? In welcher Land? In Atlanta. Ich weiß nur, dass da der Bombenanschlag war, das weiß ich noch. Und das Maskottchen. Es wird diskutiert, es wird nachgedacht. Ich gebe war das hier Sekunden. Richard Jewell oder was? Der Anschlag? Weiß ich nicht. Sein. Aber also, gerade der Anschlag bei Atlanta. Ja, ich gebe euch 5 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich glaube, ich weiß es. Vorbei ist es. Ich glaube, das war. Jetzt hättest du es gewusst, Leder, auf einmal. War das nicht ein Elch oder sowas? War das nicht ein Elch? Heißt da auch, war das nicht ein Elch, der Name? Die Name möchte ich natürlich wissen. Nicht die Art. Ach, des der Tieres. Name? Ja. Ja. Das weiß ich nicht. Die Art des Tieres. Okay. Wir können euch mal das Bild zeigen, wie dieser Charakter ausgesehen hat. Ich hab was ganz anderes im Kopf. Ist eindeutig ein Elch. Den habe ich noch nie gesehen. Was ist das? 90er das ist das. Natürlich im Jahr 1996 ein, das Maskottchen namens Izzy gewesen. Aber was ist das? Ein Wassertropfen oder was? Mit ja, das ist so ein Dingsi. Was? So ein Dingsi, würde ich sagen. Muss aber ja irgendwas sein. Dingsi. Was ist ein Dingsi? Was soll ich meinem Kind erklären, wenn es das sieht? Ein Schweißtropfen. Ein Schweißtropfen, ja, weil genau, die Athleten geil, alle schwitzen und es ist ein Schweißtropfen. Ja. Deswegen übersetzt heißt ja auch schwitzig. Kann auch ein laufender Penis sein. So. Ist auch die Ironie. Sieht dein Penis so aus? Nein, aber es könnte einer sein, wenn dein Schweißtropfen so aussieht. Ich habe gehört, dass in Atlanta sehen die so aus, die Penisse. Ja? Mhm. Leider keine Punkte, aber auch kein Punktabzug. Aber das, ich möchte mal ein bisschen, also das ist ja also die Peripherie des Sports, ne? Ja. Also das ist, hat ja nicht was mit Sport zu tun, auch die Frage eben, das sind eher so Sachen, die am Rande des Sports passieren. Das finde ich ein bisschen schade, dass da versäumt wurde, wirklich auch über den Wettkampf zu sprechen. Schreibt doch eine E-Mail an die Redaktion. Genau. Das wird nerdquiz.de oder was? Das heißt, hier dann ja. beschwerden.nerdquiz.com. Ja. Warum kann ich dir sagen, dass sie nicht gelesen werden? Also, gewählt hatte die Frage gerade Team Grün, weg. Wenn ich mich nicht irre. Team Grün hatte gewählt, genau. Dann geht das Fragerecht an Team Blau über. Macht ja, wieso? Die haben doch falsch geantwortet. Ach nee. Alles gut. Schreib mich nicht an. Deutsches Kultfernsehen 600. Deutsches Kultfernsehen für den holen wir uns so wie eben. Das ist jetzt wie beim Sport, dann ist wahrscheinlich die Frage, welche Farbe hatte die Blume des Regisseurs, die er in seinem Caravan hatte, während er diese Serie gedreht hat. Also, grün. Welche Farbe hatte die Blume des... Nein. Deutsches Kultfernsehen für 600, Hände nehmen die Buzzer, ich lese vor. Ich möchte von euch wissen, welchen Nachnamen trug die TV-Figur Ekel Alfred aus der Kult-Sitcom? Ede? Tetzlaff. Aus der Kult-Sitcom Ein Herz und eine Seele. Tetzlaff ist Koretzlaff. Ist richtig. Was ist los? Ich weiß nicht, wer sich abfuckt im deutschen Fernsehen. Ekel Alfred. Großes Vorbild. Also, wenn man jetzt konkret darüber nachdenkt, ganz im Ernst. Da ist was dran, ja. Zeit für ein Revival, würde ich sagen, oder? Gab's ja mit Motzki. Kennt ihr noch Motzki? Großes Vorbild. Oh, Motzki, wer war das denn nochmal? Motzki war, glaube ich, nur in hessischem Fernsehen war das, glaube ich. Motzki. Egal. Hab ich auch schon mal gehört. Punkte bei Team Grün auf dem Konto.
derer 600, dazu 1800 Punkte im Moment. Und ihr dürft euch die nächste Kategorie aussuchen. Okay, nehmen wir mal Popkultur für 200, oder? Mal rein, ja, komm, ja. Oder einmal rein, den Fuß reindippen. Ja. In die mal Kategorie. Gucken, was uns da Popkultur für 200, gibt's das ist eine wieder, Musikfrage. Gibt es auch wieder Hörbeispiele? Genau so eine ist es nämlich. Ja, das ist eine Schreibfrage. Ach, eine Schreibfrage. Okay. Genau, also, oder besser gesagt, ihr hört gleich den Sound. Und ich möchte gerne von euch gleich wissen, ihr sollt bitte den Interpreten und Titel dieses verfremdeten Songs nennen. Interpret und Titel? Interpret und Titel, würde ich gerne. Rechtschreibung spielt keine Rolle? Rechtschreibung spielt keine Rolle, ja. Und wir hören mal die verfremdete Musik. Ach, die ist verfremdet. Ich hab auch, wenn ich weiß. Sicher? Ja. Ist gut jetzt. Ja, es reicht mir. Dankeschön. Jetzt gut, jetzt Schluss. Jetzt sitzt da oben an dieser komischen. Die Frage wäre, wie heißt dieses Instrument? Maultrommel. Nein, das ist die Kazoo, ist das. Ich dachte, er hätte auf so einem Kamm geblasen. Was ist das? Ist der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Muss er natürlich live machen. Oder dann, so ein Zellophan-Ding von einem Zigarettenpäckchen oder so. Oder so ein Sägeblatt noch dazu für die Effekte. Also, beide Teams haben was notiert. Team Blau, bitte, eure Antwort. Hefty Eiffel 65 Blue. Ist es. Und Eiffel 60, ja, ist eine 6, ne? 65 mit Blue, Dabadi, Punkte für beide Teams. Sehr gut. Ihr habt auf jeden Fall. Was für eine Kategorie? Das so, Gehör von Göttern. Jeweils dann die besten, ja. Damals, als CGI noch stark war. Ja. Ist immerhin sehr emotional, finde ich. Ja, er drückt aus, ich bin high, wie sonst was. Feinster Eurodance, wie er nur aus Europa kommen konnte. Ja. Aus dem Herzen Europas. Italo, ja. Eurodance, Pop. Punkte für beide Teams sind schon draufgepackt worden. Team Grün hat er gewählt, ne? Weil wir sind dran. Ihr seid dann nochmal dran, lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, ihr habt wie viel? Das ist dann die. Ja, noch zwei Fragen in dieser Runde. Ich würde gerne die Mythologie-Religion-Frage noch wegkriegen. Okay, dann mach Mythologie 1000. Ja? Ja, okay. Wir machen Mythologie und Religion für 1000. Mythologie und Religion für 1000. Warum auch nicht? Mit diesen Büchern. Die Bücher. Über irgendwelche Fische oder so. Mythologie und Religion für 1000. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen, welche mythologische Gestalt war der jüngste Sohn des Götterpaares Kronos und Rhea? Kannst du noch mal fragen? Ich stelle die Frage noch mal. Welche mythologische Gestalt war der jüngste Sohn des Götterpaares Kronos und Rhea? Es wird diskutiert. Es wird ausgetauscht. Es sind ja 1000 Punkte. Wir sind verloren. 0%. Ich habe jetzt nur aufgezählt, wer da alles, wer es sein könnte. 5 Sekunden. Wollen wir es probieren? Fünf? Wollen wir es nicht probieren? Nee, nee. 4. Was, welchen, warte mal kurz. Welchen okay. Warte mal kurz, was geht denn? Was geht denn? Warte mal kurz, wir sind in einem scheiß Quiz. Warte mal kurz. Ja, uns verraten dürfen, das hat Team Quiz. Ja, so, solange Werner Schutz der Erde nicht mitschaut, ist alles okay. Ich weiß es nicht. 3, nee, lass es sein. 2, 1 ja. Und ja, Mann, nee. Vorbei. Es war eine heftige Diskussion, ja. Glaube ich. Ihr wart kurz vorm Drücken. Der erste Impuls war Zeus, aber dann der zweite Impuls, ich glaube, Poseidon ist noch ein Bruder davon. Die hängen alle Zeus gesagt. Poseidon ist der Bruder von Zeus. Ja, aber dann ist ja auch der Sohn von denen. Aber ich weiß nicht, ob Kronos der Götter ist. Ich hätte Mars gesagt. Ich meine schon. Mars wäre natürlich dann die italienische Variante, ja. Die römische. Ach so. Aber es wäre auch zumindest nicht Poseidon gewesen. Und dann hatten das noch römische Kriegsgott. Ah, das hatten wir noch in der Verlosung. Römische Kriegsgott. Zeus wäre korrekt gewesen. Ey, ich war so kurz davor. Ja, Zeus. Das war schon zum Quizmaster brauchst Wissen und Mut. Mut. Aber ist Poseidon auch? Ist auch ich jemand, weiß es nicht mehr. Dieser, also, du kannst davon ausgehen, dass jeder mit jedem verwandt war. Ja, damals. Das sowieso, ja. Und Zeus, also, was Zeus alles gezeugt hat,
Und weiß dann man auch ja welchen, mit wem. Tut mir leid, aber ich will dir doch nicht leid tun. Das ob Mensch, ey, ob Tier. Ich hatte fast, gedrückt und gesagt, scheiß drauf, wir gehen irgendwie jetzt rein. Objekt, kann ja auch sein. Also Punkte wären es gewesen. Leider keiner hat sich getraut zu buzzern. Die 1000 Punkte sind damit weg. Und ich glaube, wir haben die letzte Frage der ersten Runde erreicht, wenn ich das richtig sehe. Ja. Dann, oh ja, danke, die Regie sagt mir das nochmal, weil zählen ist nicht so mein Ding. Aber vorlesen geht am einfachsten. Gewählt hatte Team Grün, keiner hat gebuzzert. Fragerecht bei Team Blau, wie die letzte Frage der ersten Runde. Sag du gerne an. Ja. Dann nehme ich noch mal was hat mir alles schon deutsches Kultfernsehen für 300. Hm? Deutsches Kultfernsehen für 300. Da sind wir. Noch mal bei einer Schreibfrage. Hm. Nehmen wir 9. Für 300 Punkte bei deutschem Kultfernsehen. Also ich möchte von euch wissen, für welche Namen stehen die Buchstaben des Hörspiel- und Serienklassikers TKKG? Das weißt du nicht. Aus welchen Jahren? Von der Urserie. Ja, cool. Lasst euch noch zu Ende schreiben, nicht wundern, wenn es gleich buzzert. Es sind ja mehrere Namen, die man schreiben muss. Jetzt hab ich den durchgestrichen, ich trottel. Ich schreibe ruhig zu Ende. Sie haben ein bisschen mehr. Ich wusste nur die letzten beiden. Echt? Hm. Ich hab's nie gehört. Gibt's also Fleißpunkte? Noch nicht. Vielleicht ab der nächsten Staffel, wenn wir alles ein bisschen würziger machen wollen. Eddie, das muss jetzt keiner mehr wissen. Gut, also beide Teams haben was notiert. Wir gucken erstmal auf Team Blau. Habt ihr auch Justus, Peter und Bob? Also wir haben da, hören wir mal, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi. Das sind und natürlich teilweise nur die Spitznamen. Und wir haben bei Team Grün Tarzan, Tim, Karl, der Computer, Klößchen, Karl und Gabi, die Pfote. Ja, das sind wir. Ist. Also Fleißchen, müssen wir uns überlegen, ob es Fleißchen Punkte da nochmal gibt, aber noch nicht in dieser Staffel. Beide Teams liegen richtig. Ich hätte beim ersten Charakter auch Tim und Tarzan gelten lassen, weil es ja so ein bisschen austauschbar gewesen ist. Okay. Warum heißt der Tim? Weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Tim Thaler? Nee, weil sein Großvater, glaube ich, Timotheus hieß. Ah, natürlich. Da mit Harry Potter. Das sind aber nicht die Folgen mit Fabian Hallo. Ist das Harry Potter? Ich finde, Tarzan sieht irgendwie aus wie so ein 50-Jähriger, der mit einem Computerprogramm Klaus so Topmöller. So einem 80-Jährigen. Ja, T steht vor Topmöller. Aber Harry Potter ist tatsächlich krass. Ja, das ist ja versteck, krass. Versteck den Strohrum. Zwei Meter großer Harry Potter. Aber es gab noch die Serie mit Fabian Hallhoff in der Hauptrolle. Das ist, glaube ich, davor gewesen. Der hat nur eine Staffel oder so gemacht. Wie war das? Expertenwissen, dann später für den Hörspiel-Podcast irgendwann mal. Punkte auf beide Teamkonten, bitte da einmal drauf. 600 Punkte bei Team Blau, 2300 Punkte bei Team Grün. Und damit haben wir den vorläufigen Zwischenstand erreicht. Runde 1 ist damit vorbei. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich mit Runde 2 am Start. Wir sind zurück aus der Werbung und es ist Zeit für Runde 2. Wir haben gar nichts miteinander zu tun. Gucken wir einmal kurz auf die Punkte. Team Blau hat 600 Punkte erspielt in der ersten Runde. Team Grün hat 2300 Punkte erspielt. Und wir werden mit dem restlichen Fragentableau einmal die Punkteverdopplung aktivieren. Two times. Double time. Effekte von Michael Bay. Oh, oh. Noch mehr. Ja. So heiß hier gerade. Ja, Michael Bay wird neidisch dabei. Der lässt nur Pools explodieren. Wir machen das mit der Fragentafel. Also die Punkte wurden verdoppelt von 200 bis 2000 Punkte. 10 Fragen dürfen wir uns davon natürlich noch aussuchen. Beide Teams lagen richtig mit der Schreibfrage beim letzten Mal. Ich glaube, Team Grün hatte gewählt oder Team Blau? Wer hatte das? Grün hatte gewählt. Dann wählt ihr. Wir hatten gewählt, glaube ich. Wir hatten gewählt. Ja, ist doch gewählt.
Ihr habt gewählt, ja. Wir sind ja grün. Ihr seid ja grün, genau. Wir hätten gewählt. Okay. Team Blau, dann wählt Team Blau bitte die nächste Kategorie. Ich würde sagen, unsere beste Kategorie war Mythologie bisher, oder? Die ausreizen erstmal. Okay. 1200 Na, Mythologie. Gut. 1200 für Mythologie, 1200 Euro Zeus. 1200 Euro Punkte, wie auch immer, für Mythologie. 1200 Punkte Mythologie, Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte, also Mythologie und Religion, ich möchte von euch wissen, welche religiöse Schrift wurde von Joseph Smith verfasst? Ich lese die Frage nochmal vor. Welche religiöse Schrift wurde von Joseph Smith verfasst? Mhm. Und es gibt. Das Flüstern wie in der Kirche. Diese Tafel, die von Gott gefunden hat. So gehört sich das. Ja, aber wie, genau. Schrift. Heißt die Schrift? Okay. Geht's um die Schrift? Ah, dann geht's um das Buch. Geben wir euch. Geht's um das? Geht's um das? Lest mir nochmal die Frage vor. Ich lese die Frage einmal noch vor und dann sind es noch ein paar Sekunden. Welche religiöse Schrift wurde von Joseph Smith verfasst? Das. 5, 4, 3. Irgendwie so, ja. Wollen wir das sagen? Ja, wach. Also, Ahnung. 1. Wollen wir? Nee, das ist und? Zu billig. Mist. Vorbei. Also, wir wissen, das ist diese Heilige Schrift der Mormonen. Aber wir wissen nicht genau, wie sie heißen. Und wenn wir, also wir, ja, wir waren uns nicht, ob es uns gelten lässt, wenn wir sagen, die heißt Heilige Buch der Mormonen sozusagen. Also ich wäre wahrscheinlich kulant gewesen, wenn es das Buch der Mormonen gewesen wäre. Und es ist das Buch Mormon, natürlich. Ah, ja. Mann, Alter, ey. Ich habe gedacht, die ganze Zeit, das hat doch irgendeinen Namen, weißt du? War das Thema. Ich habe gedacht, erst weil du Schrift, ja? Weil du Schrift gesagt hast, der hat ja diese komischen Tafeln da gefunden, angeblich. Ja, und dann hat er ist er eben weggegangen und danach hat er sie nie wiedergefunden. Dann hat er gesagt, ups, ich habe es alles selber aufgeschrieben. Ich habe gedacht, du meinst dann diese Schrift und diese Geschichte. Also alles, was ich weiß von Mormonen, ist Polygamie und South Park. Das, was man wissen muss. Ihr müsst das Musical gucken, Book of Mormon. Ja, leider keine Plätze zu kriegen. Fantastisch. Hab ich in London geguckt. Ja. Habe ich auch gesehen, ist super, ne? London, sehr, sehr gut. Diese mythologische Stadt, zu der man nicht mehr hin kann. Ja. Ah, Mann, wir sind so feige einfach. Ja, Scheige ist ein kleines Kind, Tobi. Jetzt, also gebuzzert wurde nicht. Ich gebe das Fragerecht weiter an Team Grün für die nächste Frage. Ich muss auf dich hören, du musst halt einfach dich mutig machen lassen. Dicken in der Bremsklotz hier. Nee. Was haben die? In unserer derzeitigen Situation. Die haben 6 Punkte. Lass uns doch die dick nehmen. Entweder wir wissen es, dann ist geil. Wenn nicht, ist weg. Ja, okay. Aber dann, was haben die zwei? Ja, komm, Pop. Was sollen wir jetzt? Irgendwas machen jetzt hier. Müssen doch. Das ist doch unsere Kategorie. Ja, dann. Wird auch wegen dir dahingeschrieben. Wir nehmen Popkultur und Musik für 2000. Oh. Popkultur und Musik. Komm, ganz entspannt. Wenn die schaffen, sind die vor uns. Ja, wenn die die schaffen. Vor 2000. Uns zu beantworten, dann sind die auch zurecht vor uns. Popkultur und Musik für 2000. Hände nehmen die Buzzer. Ein heutzutage gebräuchliches Klavier hat 88 Tasten. Wie viele davon sind schwarz? Ach du Scheiße. Mhm. 2000 Punkte. Hier ist diese Runde dafür. Ein heutzutage gebräuchliches Klavier hat 88 Tasten. Wie viele davon sind schwarz? Bei wie viele? Denkt ruhig nach, rechnet. Das erlaube ich euch. Ist ja auch viele Punkte, die man damit holen kann. Fängt es mit 2 oder mit 3? Das ist keine Schätzfrage, ne? Das muss die genaue, exakte Antwort sein. Hier eine genaue Frage. Kannst du noch mal die Frage vorlesen, bitte? Ein heutzutage gebräuchliches Klavier hat 88 Tasten. Wie viele davon sind schwarz? Mhm. Das war die Frage. Also, jetzt brauche ich die Antwort. Das ist geraten. Ja, ne? Das ist geraten. 88, hast du gesagt? Ja. Davon bitte die Anzahl der schwarzen Tasten. 5? Scheint mir ein bisschen viel. 4? Ja. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die genaue Anzahl. Sie können halt 3, wissen, glaube ich. Sie wissen es auch nicht. 2, 1. Und? Kann ich schnell umrechnen. Vorbei. Jetzt ich mal gerne die. Habt ihr da mit Wurzel und Brüchen gearbeitet? Unsere Schätzung, wir haben jetzt versucht, das. Achso, müssen wir was aufschreiben oder war das jetzt eine. Nein, das war eine richtige Frage, aber ich habe euch da ruhig notieren lassen, weil man muss von dem Hirn ja auch mal helfen. Daniel, du hattest. Wir haben halt versucht, irgendwie das Muster zu durchdringen, was wir so auf der Tastatur oder an der Tastatur kennen. Mhm. Oder an der Klaviatur. An der Klaviatur. Und keine Ahnung. Vorsichtige Schätzung war 40, aber das ist auch nur wirklich geschätzt. Zu viel. Was wäre eure Schätzung? War bei 32 im Kopf. Aber
Die korrekte Antwort hätte gelautet, oder lautet eigentlich, 36. Okay. Ist ja gut, dass wir die Schnauze gehalten. Ja, gut, dass wir die Schnauze gehalten. Umkehrschluss. Damit also wir wussten es immer 2, 3, 2, 3, aber wir wussten ja nicht, ob es mit 2 anfängt oder mit 3. Ja, mal ist, wie viel ist mal 2, wo gibt es eventuell was, wo das nebeneinander ist. Ich hätte es auch nicht aus dem Stegreif gewusst. Aber ist das eine Popkulturfrage? Popkultur und Musik. Naja. Gut, brauchst du, um Musik zu machen. Aber, ja. Aber das wäre ja dann die Kategorie Musikinstrument. wird@nerdquizbeschwerden.de, nicht? Ja. Wir machen gleich eine Sammelklage. So, wir sind dran. Komm, also, Team Blau ist dran. Nächste Kategorie. Jetzt machen wir Sport 600, Tobi, oder? Das müssen wir jetzt mal wegkriegen und dann. Ja, machen wir das erst. Ja, da brauchen wir die Hoffnung. Ja. Und dann kommt eine Eintrachtfrage. Also. Sport für 600. Altes vom Sport für 600. Hände neben die Buzzer. Mit welchem Rennstall wurde Michael Schumacher zum ersten. Nils? Benetton Renault. Zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Benetton ist korrekt. Richtig. Ich weiß nicht, ob genau wie das. Ich glaube, Benetton haben sie es hauptsächlich genannt. Das müsste sogar nicht der Originale sein, sondern Sohnemann Mick, der nochmal im alten Auto gefahren ist, der ja gerade jetzt in der Formel 1 ist. Leider bei einem nicht so hochqualifizierten Team im Moment. Guck mal, da ist auch Sanyo-Werbung drauf. Sanyo-Werbung, da seht ihr das? Ja, siehst du? Aber das Loch fehlt in der Mitte. Da ganz oben am Heckspoiler da. War das schon? Ja, damit 600 Punkte. Super. Bei Team Blau auf das Konto. Wir sind bei 1200 und ihr wählt die nächste Kategorie. Wie steht's denn eigentlich? 1200 zu 2300. Mhm. Immer 1200. Lieber Cartoons oder Popmusik? Ja, oder wir können die Sportfragen wegmachen und wenn wir jetzt 600 Punkte, weil wir das schaffen. Ja, wir müssen sie überholen. Also es gibt ja keine Schnellradrunde nachher mehr für uns. Ja, ich weiß. Ich meine nur, dass die Gefahr, wenn die jetzt richtig machen, dann können wir gar nicht mehr ran. Ja, deswegen, das ist aber zu viel taktieren, ne? Ich bin dafür, dass wir Sport wegfrühen. Okay, dann machen wir neues altes vom Sport. Ja, wir müssen die eh kriegen, ja, gut, also 400. Okay. Und wenn wir die so. Aber die 200 können wir dann auch sparen. Ja, das machen wir. 400 und dann. Ja, 400 ist gut. Also altes vom Sport für 400. Wenn wir das jetzt schaffen sollten. Ja. Jawohl. Ja. Das ist eine Schätzfrage. Nehmt die Stifte in die Hand. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist eine Schätzfrage. Das bedeutet also auch nur aller Wahrscheinlichkeit nach, dass ein Team, wenn ihr nicht gerade exakt gleich liegt, die Punkte bekommt. Schätzfrage ist doch lame. Ich möchte für 400 Punkte von euch wissen. Wie viele Zentimeter misst George Muresan, der bis dato größte Spieler der NBA-Geschichte? Ey, ich hasse solche Scheiße. Ganz ehrlich. Zentimeter, bitte. Wie viele Zentimeter misst George Muresan, der bis dato größte Spieler der NBA-Geschichte? Das ist zu hoch. Nee, das ist nicht so. Es wird notiert, es wird diskutiert, so, okay. Es wird geschätzt und vielleicht sogar gewusst. Ja? Mhm. Was soll ich nehmen jetzt? Ja, dann mach das jetzt so. So? Zentimeter. Oder so. So könnte es sein. Das ist zu hoch oder nicht? Ich lasse euch noch dann nehmen wir das hier unten. Das, zu Ende oder? Schreiben. Oder wir machen da jetzt noch. Das Gefühl, dass die alles so Bruchrechnung, Wurzel, mal hoch alle nehmen. Aber wer weiß. So? Ich würde eher höher nehmen, oder? Ja? So, Leute. Ja? Okay. Jetzt bitte was draufschreiben. 6 und 8. Also. 8, wie du willst. Ja, dann muss man. Hey, Leute, aber dann. So, ja, aber dann kreist mal auch die Nummer ein, wenn ihr 500 Nummern stehen habt. Wir haben doch die andere gemeint. So. Ich nehme einen neuen Zettel, ich glaube, das ist Quatsch, was ich jetzt hier gemacht habe. So. Nehmen wir einen neuen Zettel. So, dann zeigt bitte Team Blau, was ihr habt. 2,26 Meter. Also 226 Zentimeter. Ja, auch. Ja, doch, was? Warum? Na, es gibt, so kann man ja sagen, zumindest Punkte für beide. Die, das korrekte Wenn man Ergebnis, wahrscheinlich tendenziell denkt, es ist ein bisschen höher als 2,25 und dann so. Also es sind tatsächlich 231 Zentimeter. Gut, dass wir das noch genommen haben. Ich habe mich gefragt. Egal. 228. Da sieht man nochmal der Vergleich. Alter, was? Ich weiß auch nicht. Unten durchlaufen. Ist das Maxi Bogues der andere? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist Michael Jordan. Ja, mindestens. Shaquille O'Neal ist das. Er trägt wahrscheinlich Jordans dabei. Es gab ja noch Manute Bol, glaube ich, der fast genauso groß wie George Muresan war. Aber Muresan ist der bis dato größte gewesen. Dass der überhaupt schnell laufen kann. Also, Punkte auf beiden Kondos.
Ja, egal, können wir den Abstand halten. Dadurch darf Team Blau, da sie ja die Kategorie ausgesucht haben, nochmal wählen. Wirklich nochmal doppeltaktisch. Wie viele Fragen haben wir denn noch? Ihr habt noch sechs Fragen. Okay, dann würde ich vorschlagen, ja, wie hoch ist der Abstand? 1600? Ja, dann müssen wir 1200 dann nehmen. Ja, klassische Cartoons eher. Ja. Mhm. Klassische Cartoons 1200. Klassische Cartoons für 1200. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal ein bisschen was machen, ne? Ja. Klassische Cartoons für 1200, Hände nehmen die Buzzer. Wie lautet der Nachname von Dave, dem Ziehvater von Alvin und den Chipmunks? Lese nochmal vor. Wie lautet der Nachname von Dave, dem Ziehvater von Alvin und den Chipmunks? 1200 Punkte. Würde es dafür geben. Wird im Kopf nochmal durchgegangen. Alle Folgen, die man geschaut hat. Nie ein Fan zehnmal. Das stand wahrscheinlich irgendwo am Briefkasten im Intro oder so ein Shit, aber das ist doch, das wurde ja nicht benutzt. Als Kind guckst du recht häufig. Benutzt. Guckst du doch nicht als Kind? Mhm. Die heißen wahrscheinlich auch so, die Chipmunks mit Nachnamen dann. Fünf? Ich glaube sogar ja, ne? Zumindest in dem offiziellen Briefverkehr. 5, 4, 3, 2, 1 und pass auf. Vorbei. Ist es irgendeine Idee? Miller. Miller. Alvin Miller, Simon Miller, Theodore Miller. Smith. Smith wäre leider auch nicht korrekt gewesen. Der richtige Name oder der korrekte Nachname lautet Seville. Ah. S-E. Dave ja, Seville. Das waren dann die Sevilles. Guck mal. Eine glückliche Familie mit für doch, Geld ausgenutzten Tieren. Alvin, Simon. Aber weißt du was? Theodore. Das sieht auch ein bisschen aus wie Karl und Klößchen. Sind auf jeden Fall dabei. Oder? Ich meine, das, also die Klischees, die haben sich alle an der Dicke und der mit der Brille. Ja, also an dieselben Sachen bedient. Immer das Gleiche. Es ist Seville, wäre die korrekte Antwort gewesen. Das hätte 1200 Punkte gegeben. Leider sind die nicht vergeben worden. Das Fragerecht geht weiter zu Team Grün. Popkultur, Musik. Aber dann was Geringes, oder? So ein 200, ja. Tut nicht weh. Das tut oder, nicht weh. Oder wollen wir was Schweres nehmen? Was Schweres? Wollen wir jetzt das, die Möglichkeit was spannend machen mit 2000 weg. Könnt's spannend machen. Ich würde fast sagen 2000 weg machen. Ja, klar, komm. Und? Klassische Cartoons 2000, was ist hier los? Klassische Cartoons 2000, was ist hier die Chance? Los? Wie ist der Vorname von Civil? Dave. In der russischen Version. Ja. Nein, das ist es nicht. Also für 2000 Punkte, klassische Cartoons, Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte von euch wissen, welche Cartoon-Figur heißt mit bürgerlichem Namen Oroku Saki? Wiederhole nochmal, welche Cartoon-Figur heißt mit bürgerlichem Namen Oroku Saki? O-R-O-K-U-S-A-K-I. Oroku Saki. Aber welche Figur? Ja, ich weiß welche. Also. Nils. Meister Splinter. Nils sagt Meister Splinter. Oh, das war Shredder. Und es war Shredder. Ernsthaft? Ja. Ah, krass. Mist. Aber trotzdem, dass ihr auch Turtles-Universum hattet? Ich hat glaube, Daniel ja auch aufgeschrieben, Turtles. Ich glaube, Splinter ist Hamato Yoshi. Hamato Yoshi. Oh, Gott oder? Sei Dank, Gott sei Dank. Ich war so Oratu Soku. Oroku Saki. Hm. Krass. Der gute alte Shredder. Oder hast du hier geluschert, dass ich Turtles geschrieben habe? Hast du geluschert? Alter, Schröck, ey. Leider, aber, also ich weiß den Einsatz zu schätzen, aber leider darf ich die Punkte nicht vergeben. Ich muss Dera 2000 shit, ey. Jetzt abziehen. Ah! Jetzt chillen wir. Okay. Minus 400 Punkte, das Fragerecht. Bist du mein Feind, Schröcker? Fragerecht geht weiter zu Team Grün. Oder bleibt bei Team Grün. Hier. Ja. Was nehmen wir? Popkultur für 1200. Ich möchte von euch wissen, wie hieß die deutsche Castingshow, in der im Jahr 2000 die deutsche Girlgroup No Popstars. Tobi sagt Popstars, die deutsche Girlgroup No Angels gesucht wurde. Popstars ist richtig. Super, Tobi. Ja, das stimmt. Haben natürlich auch viele andere hochqualitative Bands hervorgebracht. Nu Pagadi. Overground. Overground. War das 2000? Sch
schon ein bisschen her. Do you know what it feels like? Do you? Okay. Warum nicht? Der eine von Bros hat einen Kaffeeshop direkt bei mir um die Ecke. Hat einen kleinen Espresso-Laden aufgemacht. Ach komm, wer? Der Shayhem. Der Shayhem. Zusammen mit dem Ex-Rapper Cappuccino. Es gibt bestimmt einen Cappuccino-Rapper, oder? Und die spielen gern Chloese, oder? Es gibt wirklich einen Cappuccino-Rapper. Ja. Ja. Finde ich gut. Ironie des Schicksals, er hat eine Kaffeeallergie. Punkte auf das Konto. Aber Team Blau, nächste Kategorie bitte. Wir nehmen 600 klassische Cartoons, wa? 600 klassische Cartoons. Schade. Klassische Cartoons für 600. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen, für 600 Punkte. Auf welchem Planeten sorgte Marshall Bravestar für Recht? Mädchen? Jetzt. Auf dem Planeten, auf dem auch New Texas ist. Und zwar Marshall Bravestar auf dem Planeten. Schiedsrichter. Schiedsrichter. Neu-Texas. Logge ich ein. Es war die Stadt, ne? Das ist nicht der Planet. Nein, ich glaube, der Planet. Wir hören einmal in das Intro rein. Ich glaube, der Planet heißt so ähnlich wie Eternia, aber ja, nicht sie. In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Bravestar. Ja, pure Freude, es ist tatsächlich ein Stadtplanet, ein Stadtstaat anscheinend. Ja, wir haben die Cowboys ja immer gesagt, komm, scheiß drauf, warum sollen wir nur den Staat so nennen? Nennen wir doch einfach den ganzen Planeten nach uns. Der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Ede, damit hast du Punkte geholt. Derer 600 auf euer Konto. Popkultur und Musik für 600. Popkultur und Musik für 600 ist die nächste Frage. Schreibfrage. Das sind ja viele Schreibfragen. Schreibt bitte alle fünf Spitznamen der Spice Girls auf. Hör auch auf. Kannst du? Das wissen wir doch. Nee. Warte, eine Sekunde, warte mal. Schreib schnell, kann man gar nicht schreiben. Das ist viel zu schnell, das sind fünf. Ich weiß, deshalb bin ich kulant. Ausnahmsweise mal. Darf man zu Ende schreiben. Die fünf Spitznamen der Spice Girls. Die Gewürzmädels. Schön ist das. Es wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5 wird gezählt. Dann bitte ich jetzt die letzten Sachen aufzuschreiben. Mein Kulanz hat irgendwann Action. Ein Ende. Action Spice. Ja, scheiße, uns fehlt die gleiche. Busy Spice. Busy Spice. Rot. Okay, habt ihr jeweils? Wir haben auch vier. Ja, das ist okay. Ihr habt doch dieselben. Wir haben die gleichen wie ihr. Dann schreibt alle noch einen Namen drauf, wo ihr denkt, dass ihr sagen könnt. Machen wir Mel B. Mel B haben wir aufgeschrieben. Schreib Mel B. Die Spitznamen, nicht die echten Namen. Beauty mache ich. Aber guck mal, wir können doch die Eigenschaften, also klar, ne? Ja, ne? Welche fehlt denn noch? Also, weil die Casting-Agentur hat sich ja überlegt, möglichst viele Eigenschaften. Welche fehlt denn noch? Da fehlt doch noch. Singen kann. Dass es an den Spice Girls hängt. Ja. Spaß. Singing Spice. Singing Spice, ja. Sing, the Voice. Nee, wir wissen es nicht. Die wissen es auch nicht. Wir wissen es auch nicht. Komm, Alter, okay, lass uns Leute, dann lass uns mal gucken, was ihr habt. Weil das wird sonst nichts mehr. Mal abwechseln. Macht ihr einen wie eine. Ey, die schreiben noch. Ja, komm, sorry, ist egal. Ja, also bitte. Was? Ja, ist okay. Also, wir haben Sporty, Ginger, Posh und Baby haben wir auch. Ja. Also, Baby, Posh, und Sporty, Baby Ginger. Beauty Spice? Beauty Spice für Mel B. Was habt ihr? Genau. Ihr habt Sporty, Posh, Baby Ginger und DJ Spice. Keiner mit Old Spice oder so? Old Spice habe ich keine. Der gute alte Joke. Nein, also die vier Namen,
die ihr jeweils habt, sind richtig. Mhm. Der fünfte für MLB wäre Scary Spice gewesen. Was? Scary Spice? Mhm. Wieso ist sie denn angsteinflößend? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war Mitte der 90er Frauenpower angsteinflößend. Scary? Die, für viele Leute. Ist gar nicht scary. Ja, ganz ehrlich, die hatten für alle Namen und haben sie überlegt, genau wie wir überlegt haben, haben sie da gesessen und, ey, was machen wir mit dir? Ja, aber es macht ja Sinn bei den anderen allen. Ja, eben, und deswegen, ey, deine Haare sehen wild aus. Wild Spice. Hätten sie doch Curly Spice nennen können. Curly wäre gut gewesen. Curly. Aber das ist zu sehr. Geht das schon wieder zu sehr in die Ethnie oder was? Oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber der ist. Curly, nee, ist einfach 30 Inches heißt so einer. Aber kein Wunder, dass man sich ausgerechnet, das, was am wenigsten passt, kann man sich auch nicht merken. Ja. Siehst du ja mal, dass das ja eigentlich funktioniert im Grunde. So ist es. Leider keine Punkte für beide Scary Teams. Spice. Aber es gibt auch keinerlei Abzug, da es ja eine Schreibfrage war. Letzte Frage darf gewählt werden. Team Grün, ne? Oder? Grün, glaube ich schon, ja, ne? Warum? Wir waren doch beide falsch. Ja, aber davor. Dann nehmen wir deutsches Kultfernsehen für 400. Deutsches Kultfernsehen. Ach so, wir sind grün. Dann haben wir keine einzige 200er-Frage gestellt heute. Deutsches Kultfernsehen, ja. Als die einfachsten wollte keiner wissen anscheinend. Sparen wir es beim nächsten Mal. Komm. Deutsches Kultfernsehen für 400 Punkte. Ich möchte gerne von euch wissen, gerne nehmen die Buzzer, was verkaufte Tim Thaler in der gleichnamigen Daniel? Sein Lächeln. Was verkaufte Tim Thaler in der gleichnamigen ZDF-Weihnachtsserie und natürlich in den anderen Varianten der Geschichte? Wir gucken mal kurz in einen Clip. Ich hätte jetzt Thaler gesagt. Ich würde es gerne kaufen. Und was kriege ich dafür? Ganz einfach. Ich bekomme dein Lachen und du gewinnst in Zukunft jede Wette. Was, jede Wette? Jede Wette. Jede Wette. Das war der Preis für das Lachen. Das ist der Wettkönig. Money, money, money. Und dann kein Spaß dabei. Das ist also wirklich eine tiefgreifende moralische Botschaft dahinter. So. Geld allein macht nicht glücklich. Aber was ist, wenn man dann gesagt hätte, ich wette, ich kann besser lachen als du? Hätte er verloren. Er gewinnt aber jede Wette. Ja, dann hätte vielleicht der Pakt wäre auseinandergebrochen, implodiert. Ja, dann hätte er doch direkt einmal, hätte er einmal so weit haben deutsche Drehbuchautoren ein, zwei Wetten gemacht, bin ich steinreich und dann sage ich, also jetzt steige ich aus und dann mache ich das, ich wette, ich kann wieder lachen, ah, alles klar, wette, oh, pff, implodiert, alles klar. Mein letzter Wunsch ist es, dass ich mir unendlich wünsche. Eine kurze Serie dann halt. Wünsche. Ja, wer ist reich? Alle Punkte, ja, damit. Das stimmt, diese fiktive Figur wäre reich. Team Grün. Und damit haben wir einen vorläufigen Endstand erreicht, wenn man das so sagen kann. Wenigstens müssen die jetzt gegeneinander spielen und wir werden nicht so herzlos auseinandergerissen. Das war richtig gut von. Soll ich da Etienne? War ich jetzt gefragt? Werde ich gezwungen zu antworten. Herzlichen Glückwunsch, Team Grün. Können wir noch die anderen Fragen? Können wir die noch so virtuell durchspielen? Ihr werdet die eventuell nach der Sendung durchspielen können, weil die wollen wir uns sonst aufsparen für kommende Folgen, bevor wir das verbrennen. Aber werden sich Fragen wiederholen in den anderen Teamrunden? Nicht in dieser Staffel. Okay. Auf jeden Fall. Vielleicht die nicht aufgedeckt wurden. Ne? Ja, Team, Toni möchte gerne diesem Team dort gratulieren. Es war ein fairer Wettkampf. Ihr habt ganz gut gespielt. Und wir hoffen jetzt, dass einer von euch gleich weint und der andere sich dann freut. Gut, dann gehen wir jetzt in die Kneipe. Wir bedanken uns bei Tobi, wir bedanken uns bei Nils. Tschüss. Und werden sie hoffentlich dann irgendwann mal wiedersehen. Gehen die verlassen das Studio? Was ist das denn? Die verlassen das Land. Scheiße hier! Ah, los, Tobi! Alles kaputt! Oh Mann, dass Tobi solche Geräusche macht, wenn er getreten wird. Wer hätte das gedacht? Das ist wie die Bayern, die dann auch in die Kabine gegangen sind bei der Preisverleihung. Oder Jürgen Klinsmann, der gegen irgendwelche Dosen tritt. Das S von Sanjo. Bei welchem Buchstaben von Tobi Escher ist das Loch jetzt drin? Gar nicht das S. Ja, Tobi, wo ist dein Loch? Okay, komm, dann machen wir jetzt hier schnell. Zack, also, zack. Leute, damit herzlichen Glückwunsch erstmal vorläufig an Team Grün. Wir gehen in eine Pause und dann wird das Finale ausgefochten. Bis gleich. Dieser Stress. Und da sind wir zurück beim Finale. Die gute alte Finalrunde ist nicht mehr so gut und alt, aber beinahe. Das Team Grün hat sich mit gutem Vorsprung ins Finale vorgekämpft. Also Daniel, Eddie, ihr habt gut. Ein cooles DJ. Daft Punk ist doch nicht tot, ey.
Daftschrank oder wie auch immer könnte man sich jetzt nennen. Ihr habt es beide in das Finale geschafft mit gutem Punktevorsprung. Weiterhin wird das Finale eine Schnellraterunde sein. Wir machen im Sinne der Fairness, kriegt ihr, der Fairness sowieso, damit wir das auch vernünftig zählen können, eure Punkte stehen gerade momentan auf null. Für eine richtige Frage innerhalb der 60 Sekunden der Schnellraterunde gibt es 100 Punkte plus. Bei einer falschen Frage 100 Punkte minus. Ich würde euch weiterhin bitten, wenn ich die Fragen stelle, dass ihr wartet, bis ich euren Namen genannt habe und eure Antwort gebt, weil ansonsten, wenn ihr es einfach reinruft, kann es sein, dass da jemand noch mal durcheinander kommt. Aber wir müssen noch drücken, oder nicht? Genau, du buzzerst und dann buzzer mal. Daniel? Ja, also, alles klar. Genau, ne? Also erstmal warten, bis ich den Namen gestellt habe. Und wir wollen natürlich dann nochmal nicht unterschlagen, wir werden natürlich einen Sieger heute ermitteln. Das Nerdquiz wird in dieser Staffel, die ein bisschen kürzer ist, aber dafür in einem längeren Zeitraum ausgestrahlt wird, jeden Monat einmal kommen. Es gibt noch zwei weitere Team-Nerdquiz-Runden. Dadurch haben wir drei Personen, die dann als Finalisten sozusagen einmal in einer klassischen Nerdquiz-Folge zusammenkommen, um dann den Staffelsieger zu erkämpfen, der... Gott, jetzt fällt wieder alles hier runter, aber das ist es wert. Das hier. Oh. Dann mit nach Hause. Zumindest für eine Zeit lang nehmen kann. Holy shit. Das Ding ist echt edel. Für den Belt. Ja, da ein großer Dank. Schöne Arbeit. Großer Dank. Ein Zuschauer hat uns diesen Gürtel zugeschickt, diesen schönen und aufwendigen. Und ich, Idiot, habe natürlich den Zettel verbaselt, weil ich hätte gern noch mal zurückgeschrieben. Also melde dich bitte noch mal bei uns, dann können wir das untereinander noch mal klären. Aber super cool. Und ich hoffe, dass einer von euch beiden oder einer von den anderen Leuten, ich will ja keinen bevorzugen, den vielleicht mitnimmt für diese Staffel. Es wird ja ziemlich sicher sogar passieren, dass irgendeiner den mitnimmt. Ja, so wird es wahrscheinlich sein hier. Okay, Leute, also, die 60 Sekunden gehen los, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Wie gesagt, antwortet erst, wenn ich euren Namen genannt habe. Und wenn ihr falsch liegt, ich gebe euch sehr, sehr wenig Zeit zum Antworten hier. Ne? Wenn ihr das hört, dann auch reingeschriebene Fragen kann ich dann leider nicht so gelten lassen. Alrighty. Also, 60 Sekunden ab. Fieser. 60 Sekunden, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Welche Farbe hat der Körper vom Watchmen-Charakter Dr. Manhattan? Blau. Schreck? Blau ist richtig. Bisschen deutlicher. Welchen Sprechen. Beruf möchte Guybrush Threepwood in Monkey Island 1 ergreifen? Möchte ich Pirat werden. Pirat ist richtig. In welchem Jahr spielt CD Projekt Red Cyberpunk-Spiel? 2077. Richtig. In welcher Filmserie ist der fiktionale Serienkiller Ghostface unterwegs? Zu spät? Scream. Welcher Basketball-Superstar spielt die Hauptrolle in Space Jam 2? Eder? Oh, was? Space Jam was? Eins oder zwei? Zu spät. Zwei wär's gewesen und LeBron James. In welchem Videospiel trifft man auf den Endgegner Shang Tsung? Eder? Mortal Kombat. Richtig. In welcher Filmserie gibt es die fiktionale Band Wild Stallions? Bill und Ted? Bill und Ted ist richtig. Welcher Sänger verfasste und sang das Lied Smooth Criminal? Eder? Michael Jackson. Richtig. Von welchem Planeten stammt Comicheld Superman? Krypton. Krypton ist richtig. In welcher Sportart war Tiger Woods sehr erfolgreich? Schreck. Golf. Golf ist richtig. Welche Farbe erhält man, wenn man Blau und Gelb mischt? Zu spät? Wäre grün gewesen. Aber wieso war ich zu spät? Was war zu spät? Weil ich da schon mental auf meinen Buzzer gedrückt habe hier. Ja, es wäre kein Nerdquiz, wenn es nicht Probleme geben würde. Oder, Daniel? Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich hier raus aus der Nummer. Jetzt bin ich es doch nicht. Ja, wir geben an dieser Stelle eine tiefste Entschuldigung an Herrn Gade raus. Denn das, was ihr jetzt hier nicht gerade gesehen habt, nach dem Ende des Finales gab es anscheinend noch ein kleines Missverständnis untereinander von mir und wie die Punkte gezählt wurden. Ich dachte, dass wir hier einen Gleichstand erreicht haben zwischen Eddie und Schröck. Aber ich habe das Buzzern deiner letzten Frage, wo die Mischung zwischen Gelb und Blau im Finale ist, nicht mehr gelten lassen, weil das für mich schon nach der also du hättest eigentlich nicht diese Punkte abgezogen bekommen. Ich habe nämlich Punkte abgezogen bekommen, die ich nicht hätte abgezogen bekommen können. Genau, also die Leute in der Regie sind davon ausgegangen, du hast gebuzzert. Ich habe dann gesagt, zu spät, die Sendung ist vorbei und so weiter. Und das haben sie damit gleichgesetzt, oh, du hast gebuzzert und keine Antwort gegeben, also 100 Punkte Abzug. Normalerweise hätte ich nämlich gemacht, du buzzerst auf den Punkt oder so. Komm, es war noch innerhalb drin, gib mir bitte die Antwort noch. Ja, und ich dachte, ich wäre auch noch drin gewesen.
Du warst es ja auch noch, aber du warst mit dem Buzzern später dran, als ich schon quasi das Buzzern abgewürgt habe. Mhm. Kompliziert, komplex. Was ihr hier nicht seht, wie gesagt, ein großes Mea Culpa, eine große Entschuldigung. Wir haben danach nämlich noch mal in einer Schätzfrage Ede als Sieger dieser Folge herausgespielt. Ich finde ja, du solltest das alles ausspielen. Du solltest das Drama einmal zeigen und dann zeigen, ist leider nicht. Ich werde mit Ede noch mal sprechen und mich persönlich bei ihm entschuldigen und ihm die Möglichkeit gerne auch geben, in dieser Staffel noch mal mitzumachen. Ist natürlich ärgerlich, dass es gerade in der Debütfolge so ist. Aber Daniel, wir wollen natürlich nicht umhingehen, dass du mit mehr Punkten aus dem Finale rausgegangen bist. Guck mal, jetzt haben wir doch Feuer. Das ist doch der Stoff, aus dem die Dramen und die Aufreger und die Legenden sind. Ja, solange ich noch beim Finale einen Job haben sollte, werden wir uns wiedersehen. Ach, Ede hat schon so viele Niederlagen weggesteckt und Abstiege der Eintracht und keine Ahnung, Aufstiege und was weiß ich, das kriegt er auch hin. Also Daniel, dann nochmal, ich entschuldige mich auch bei dir. Ach du, ja? Alles cool. Für mich, wie gesagt, gar kein Problem. Und wir werden dich dann in einiger Zeit wiedersehen. Du hast ja nämlich den Platz im Finale verdient. Wenn wir die nächsten beiden Teamrunden ausgespielt haben, haben wir die anderen beiden Finalisten. Und dann hast du natürlich die Chance, in dieser Staffel zum Staffelsieger zu werden, zum dritten Mal im Nerdquiz. Ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal, ich weiß nicht, wann die offizielle Zeitrechnung des Nerdquizzes beginnt. Rocket Beans. Rocket Beans. Ja. Nur Rocket Beans. Nur Rocket Beans. Das alles davor zählt. Okay, dann bleibe ich bei meinem. Das ist ein anderes Nerdquiz. Dann bin ich bescheiden und dankbar und sage vielen Dank für die Möglichkeit, nochmal einen Titel zu gewinnen. Genau, und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr nicht nur so fleißig in den ganzen Staffeln zugeschaut habt. Wir schrauben natürlich noch innerhalb des Konzeptes dieser Folge oder dieses Formats, das ist ja alles noch relativ frisch und neu, dass wir hoffentlich solche Fehler vermeiden können und eine spaßige, etwas andere Quizshow euch bieten können. Ich hatte nämlich Spaß, bis auf die Fehler, die passiert sind hier in der Sendung. Und ich hoffe, ihr hattet es auch. Also deshalb hier wieder, in Japan wäre es wahrscheinlich erstmal hier ganz tief die Verbeugung, ne? Dann 5 Jahre kostenlos PSN und die Kündigung wird dann eingereicht. Ja, der wird das schon verkraften. Der hat schon andere Dinge verkraftet. Alles klar. Vielen Dank und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.